unerlässlich, wenn man nach Bayern zieht, ist es natürlich zu jodeln. Zumindest denke ich mir das so. Und jetzt schauen wir mal, ob das heute irgendwie mit mir und meinen Stimmbändern vielleicht auch klappt. Frau Lexa, seit wann jodeln Sie denn schon und wo haben Sie das Jodeln gelernt? Ich glaube, ich jodel schon seit kleinstem Kindesalter. Meine Mama war Jodlerin und die war regelmäßig auf der Bühne damals noch. Und jedes kleine Kind möchte es lernen, was die Mama macht. Ja, und ich möchte heute auch lernen, wie das mit dem Jodeln geht. Das ist nämlich mein Integrationstest Nummer 3. Ein gejodelter bayerischer Satz. Ja. Dann probieren wir das doch mal. Also erstmal den Satz. Der Satz ist, im Wald, wo es mir gefällt, ist kalt. Im Wald, wo es mir gefällt, ist kalt. Aber nicht kalt sagen, sondern wirklich ein A und ein I. Wald. A-I. Wald, gefällt, kalt. Im Wald, gefällt, kalt. Ja, also im Wald, wo es mir gefällt, ist kalt. Im Wald, wo es mir gefällt, ist kalt. Richtig. Und dann den Satz erstmal mit sehr, sehr lauter Bruststimme ohne Jodeln singen. Im Wald, wo es mir gefällt, ist kalt. Im Wald, wo es mir gefällt, ist kalt. Sehr gut. Ja, und jetzt hängen wir eben bei Wald, gefällt und kalt das I mit der Kopfstimme drauf. Im Wald, wo es mir gefällt, ist kalt. Okay. Im Wald, wo es mir gefällt, ist kalt. Im Prinzip ist das richtig. Ja, aber das klingt bei Ihnen doch ein bisschen flüssiger. Es fällt einfach unten noch die Kraft. Okay. Ja, für dieses Wald und gefällt, dass das wirklich so... Das muss also wirklich zum anderen Ufer, muss das nüber klingen und schallen, sonst ist nicht Jodel, wenn dann die Kopfstimme oben einsetzt. Okay, dann machen wir doch nochmal den finalen Test, ob ich das jetzt hinkriege. Sie machen es mir nochmal vor und ich versuche mal dann auch, ich versuche mal bei Ihnen einzusteigen vielleicht. Ich kann das einzeln machen. So. Im Wald. Im Wald. Wo es mir gefällt. Wo es mir gefällt. Ist kalt. Ist kalt. Mhm. Also die Grundlage ist es und dann muss man halt üben, dass man wirklich noch kräftiger mit der Bruststimme das singen kann. Was würden Sie denn sagen? Das war jetzt der Integrationstest Nummer 3. Wie habe ich mich denn angestellt? Ja, gut, prima. Also Sie würden sagen, den Test hätte ich bestanden? Also den Test auf alle Fälle bestanden. Jodel-Diplom gibt es noch keins. Okay, das heißt ein bisschen noch weiter üben. Ja, da die raten. Ja, wunderbar. Dann bin ich schon mal ganz zufrieden, dass es zumindest so erfolgreich war. Wie gesagt, das berühmte Jodel-Diplom habe ich zwar noch nicht, aber immerhin den dritten Integrationstest bestanden. Und ich hoffe, auch das hat euch gefallen und seid gespannt, wie es weitergeht.